Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Was? Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Mit anderen Worten, guten Furz. Eva, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Irgendwie schon. Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken, im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Ich gehe doch wieder da hoch. So, haben wir keine Verbündeten. Mit Rohlingen kann man nicht verhandeln. Deine Verhandlungen verschleiern nur deine Feigheit. Oh. Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. Piratenlord, Alpha. Einen wunderschönen guten Abend. Dir, es läuft in OBS. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, ich habe nichts Spezielles einstellen müssen. Es läuft einfach. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Über Game Pass installiert, gestartet über Ubisoft Connect. Er starb als Feigling, Herr. Nichts, keine Probleme. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Randloser... Nee, Vollbildmodus habe ich gewählt. Bei dir läuft es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist komisch. Wenn sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ist komisch. Spielaufnahme, beliebige Vollbildanwendung, ne? Und hier Defensor-Modus auch auf Vollbild. Doch wenn es irgendwas gibt, so war es direkt von Anfang an eingestellt. Alles auf Ultra. Geht. Sigurd ist zurück. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Ja, genau. Ich habe dein Setup gesehen in dem. Wie heißen die? Twitch Stories. Sieht ja schon mal interessant aus. So ein paar Informationen wären noch cool, ne? Was für Hardware und so weiter und so fort. Elvo! Sigurd! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Dränger. Hast du ohne mich Krieg geführt? Ja, er hat gesagt, dass er teuer war. Deswegen würde mich das interessieren, was da genau drin ist. Ich rieche den Gestank von dutzenden Königreichen in deinem Bart. Ja. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes Weib. Dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Ein Schreibtisch, okay. Ja, Bassin und Heitern. Ja, das war... Erinnert mich richtig? Ist das so ein höhenverstellbarer, elektrischer? Die kosten ja schon was, ne? Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Nö, so einfach so allgemein mal... die Hardware vom PC, was da drin ist. Oder hast du das auf deiner Infopage stehen? Auf deiner Kanalseite. Und berichte ihm alles. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Ich hab's bei mir auf der Homepage. Unter About habe ich stehen. Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ah, ist nichts ich tötete meinen Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kyrtwi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß. Intel 11, 7000. Vater denkt zu viel und handelt zu 40, wenig. 4090. Okay. Versprochen.
Bis zum Ende des Winters wird der Name Das ist ein 13.500 mit einer 4070. 64 Gig, okay. Ich habe 32. Mein Sohn, willkommen zu Hause. Ach, Vater. Habe ich ja schon gesagt, ich habe ja den von Nilsson. Heute Abend feiern wir deine Streaming Rückkehr mit einem Festmahl, plus Gaming-PC 1500. Die Tische sind gedeckt und dann einfach nur und Lamm, Brot und Arbeitsspeicher auf 32 GB erhöht und Festplatte auf 2 TB statt 1 TB. Lass es mich sein, der dich ehrt. 2 TB, 2 Speicher. Ja, super, super. Die brauchst du auch heutzutage. Auf See habe ich beides im Überfluss. Mit 1 TB kannst du nichts anfangen. Komm herein. Also gerade wenn man selber noch Videos schneidet und das ganze Gedöns hier installiert hat, da kann das schon eng werden. Wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Selbst zusammengebaut. Ja, ich mach das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Da gab es ein Gap zwischen meinem alten PC und diesem PC von etwa 15 Jahren. Da hat sich so viel getan in der Technik. Also ich, wenn ich da reinguck, da ist ja gar nichts drin. Ich suchte lange Geil. Ein Geschenk, das deiner Siehst du genauso, ja. Perfekt, perfekt. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist das? Noch nicht. Deswegen, also ich habe jetzt auch hier, also alle Spiele, die ich spiele, sind auf Ultra, alles was geht. Und auch die Aufnahme im OBS habe ich auf bestmögliche Qualität, ne? AV1 mit höchste Qualitätsangabe. Weil ich das einfach, ich muss das haben. Für mich auf jeden Fall. Zocke aktuell 7 Days auf Ultra. 7 Days? Weiß ich gerade gar nicht. Fehlenden Stil kaschieren. Genau so will ich es. Genau. Ich hätte sanfter mit dir umgehen sollen. Du machst aus allem einen Wettbewerb. Ob trinken oder atmen, du machst aus allem einen Wettkampf, Bruder. Eine Art Civil Game. Ah ja, okay. Okay. Wohl wahr. Ja, aber weiß nicht. Also Survival, ne? Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Habe ich es nicht im Hinterkopf. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Survival Games ist ja eh nicht so meins. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. 8 Leute. Okay, okay. Kommt. Das ist nicht übel. So viele Leute würde ich gar nicht zusammentrommeln können. Diese Männer waren meine Hirten in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für den besten Krieger, den ich kenne. Ah, Blutmond, da klingelt was. Da hatten wir doch schon mal ein Gespräch darüber. Kann das sein? Ah, hatte da nicht Zeus von erzählt? Beste Handwerkskunst. Ah, Phasmophobia. Okay, wie ist einer, der aufpasst. Eine Waffe, denn ein Werkzeug. Eines, das wir seit Jahrhunderten gegen das Unrecht einsetzen. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Ich schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Geil, ich krieg die Attentäterklinge. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Bis heute nicht den Sinn des Games verstanden. Geil. Ja, wenn es Spaß macht. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang. 7 Days. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Ah, 7 Days to Die. Oder? Bin ich nochmal mit GeForce Experience drüber. Diesen Geruch vermisst.
Aber der hat eigentlich nichts verändert. Da war das Gleiche, was ich eingestellt habe. Alles volle Pulle. Später, Eivor. Vielleicht kann ich die letzten drei Teile zocken. Ja, das wäre doch was. Vereint. Das wäre doch was. Hier und jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Ich glaube, ich werde dir hauptsächlich so die Hauptstories machen, weil das ist ja das längste Assassin's Creed, was es jemals gegeben hat. Und ich habe bei den anderen Origin habe ich, was waren das, 283 Stunden. Von hier bis Valhalla, bis ich es durch hatte. Werde ich immer an deiner Seite sein. Damit die ganzen Nebenquests und Gedöns. Dieser Fjord und ist zu klein für mich geworden. Odyssey, boah, ich weiß gar nicht, auch schon über 200 Ihr Stunden, aber die Lust die verloren irgendwann. Es noch so viel mehr. Story durch, ne? Irland, DLCs weitergemacht, aber alles grün ist halt abarbeiten. Ich kann empfehlen, alle Nebenstory zu machen. Wegen Level. Ja, deswegen mache ich das ja auch immer. Dass ich eigentlich zu stark in die Hauptquest reingehe. Aber ich will halt jetzt nicht den Rest vom Jahr nur das Spiel zocken, ne? Und länger. Aber mal gucken. Mal gucken, wie es läuft. Und wie es mir gefällt, vor allem. Ich meine, man kann ja immer wieder mal was anderes zwischendurch zocken. Ich bin jetzt wieder auf dreimal die Woche. Kjötvis Anweisungen. Sage mir, was du siehst und wie viele. Schiffe, Kriege, Vorräte. Krieger, Vorräte. Vermelke auch Besuche von Jarls und anderen wichtigen Leuten. Bring in Erfahrung, was du herausfinden kannst und erstatte mir sogleich Bericht. Kjötvi. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kjötvi stärker. Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Was passiert ist? Zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Speer erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Basim. Das gefällt mir nicht, aber ich halte euch nicht auf. Ist das ein Araberin? Can ye sing a song for us? A song of glory? Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Na? Schreibt euch bereit! Tada! Die fordern Netafall für Odin! Zerstört alles! Plündert und brandschatzt! Na, was machst du, Digga? Jetzt. Aha, hast gedacht. Mach dich platt. Hörst du auf? Ey, ey, ey. Wenn du eine Fackel in der Hand hältst, kannst du LT gedrückt halten, um zu zielen und sie dann mit RT werfen. Jo, oh mein Gott. Übergib sie den Flammen! So. Who's next? So, warte mal, hier ist Gold. Da drüben auch. Hier drin? Da hinten. Das ist noch ein Stück weiter, okay. Schnappen wir uns erstmal die Chaoten hier. Du
da drin. Was ist hier? Das kann ich bestimmt anzünden. Pass auf. Ah, es brennt schon. Oh, oh, oh. Digga. Jetzt habe ich einen Feuerpfeil. Okay, wir gehen mal hier rein. Da, Alter, da war doch gar keine Flamme. Aus. So. Alter, da ist nichts, was brennt. Außer der Pfeil. So. Kommt her, ihr Banausen. Um solche Türen zu öffnen, musst du ihr Schloss zerstören. Odins Sicht wird es für dich hervorheben. Ah ja, das habe ich vorhin schon mal gesehen. Buch des Wissens. Okay. So, Odins Sicht. Boom. Das ist dann so. Nee. So, und dann. Okay. Stirb. So. Aus weit. Aber da geht's halt auch hoch, ne? Gehen wir da mal gucken. Hallöle. Okay, warte mal. Jetzt. Okay. Jo, spring auf, Digga. Kein Problem. Ja, aber. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber gut. Töten wir mal das Pferd. Na, fast. Ruhe plündern. Heute, ihr sollt plündern, brandschatzen, vergewaltigen. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Gleich macht's Boom. Oh. Oh, jetzt geht's rund. Die Gallier kommen. So, was hast du hier? Zerbrochener Bogen. Ja, nett. Okay. Attacke! Piraten aus Somalia. Ihr fahrt eine blutige Ernte ein.
Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gurdorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen. König Harald. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Töte alle. Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr. Danke, Onkel. Oh, Jesus. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des weisen Königs Styrbjörn. Jesus. Der bin ich. Jesus. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich, denn ich bin nicht hier, um Das ist aber nicht Harald Schönhaar, oder? Auf Bitte deines Vaters. Keine Ausnahme, alle bis auf den letzten. Jawoll. Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Die Wanderhure. Wir haben dasselbe Ziel. Wir brauchen deine Männer nicht. Was hast du davon? Warum setzt du deine Leute für uns aufs Spiel, König? Was gewinnst du dabei? Alles klar, Biron, Gartenlord. Mach's gut, danke fürs Vorbeischauen und ich drück die Daumen für morgen. Ich will, dass er aufhört. Oder die Tage. Solange Kjötvi lebt, wird es keinen Frieden geben. Doch dein Vater und ich sind uns in vielem einig. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Drei er Stück. Brach den Frieden und tötete wahrscheinlich viele. Die drei Guten, ich ne? Verstehe. Jarl Sigurd Origin, Odyssey und Walla. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrikstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Syndicate. Ah, okay. Auch ein cooles Spiel. Unsere Leute versammeln sich in Flörli. Das habe ich nie fertig gespielt, tatsächlich. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Syndicate. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Wenn ich ständig die Maus über meinen Bildschirm springen würde. Ja, und das ist genau das Fenstermodus. Mehr als ich es das darfst du nicht machen. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Bei was hatte ich denn da so Probleme? Oder trickreich und weise. Bei Helldivers hatte ich da so Probleme. Ich habe immer mit der Maus Gefühl, raus und hab da irgendwo drin rumgeklickt und das Spiel hängt dann halt, ne? Geht dann nicht weiter. Und da habe ich dann gesehen, dass der automatisch auf rahmenloses Fenster gemacht hat und das ist nicht gut. Das ist kacke. Also entweder Fenster mit Rahmen oder am besten gleich Vollbild. 95% deiner Spiele durch. Das ist geil. Eivor, du hast den Auftrag verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? Ich habe einfach zu viele Spiele. Zu viele. So ist es und wir sind hungrig. Und durch auf die Game Pass kommen halt immer mehr dazu König und immer Haralds mehr. Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ja, vorgenommen habe ich mir das auch schon. Ist es das, was du willst? I guess es. Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Also seit zwei Jahren ungefähr. Also seit ich streame quasi, spiele ich Spiele durch. Davor. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso schlimm. Besser für uns. Also klar, kam immer wieder mal vor, aber das war eher die Ausnahme als die Regel. Ja, löschen wir Kjötvi aus. Da ja, direkt rein. Das Werk von Skuldscharfe Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kann. Die Zeit rennt, ne? Gut gesprochen, ja, richtig so, Björnlord. Richtig so, zieh's durch. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Das ist richtig so. Eivor, auf ein Wort. Ja, ich weiß, dass das toll ist. dass man auch die ganze Story da mitkriegt und so weiter. Klar. Das scheint mir seltsam. Das Spielangebot ist nur sehr groß, weißt du. Unser Clan.
Aber ja, Seitenstream. Wir bekämpfen Kyrtwis Morden schon eigentlich seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kyrtwi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Haitham ihn töten kann. So siehst du nie alle Enden, jawohl. Ja, Cyberpunk habe ich auch erst 2 gesehen. So groß? Da muss ich auch mal weitermachen. Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Until Dawn habe ich 16 Mal durchgespielt, um alle Enden zu sehen und alle Verzweigungen so. Heavy Rain war, glaube ich, 12 Mal nötig. Detroit Become Human. Ich weiß nicht mehr. Aber es waren nicht so viel, vielleicht 10 Mal oder so, ne? Und auch nicht immer von Anfang an. Also diese ganzen Spiele da, die, oh Gott, gesuchtet. Vor allem Heavy Rain, ne? Mit 16 Mal. Alter. Wo, hier in dem Spiel? Geheime Mission? Sigurd Hurensohn. Du schleichst um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Ach, Cyberpunk. Stell dich mir. Du kämpfst mit mir, Kyrtwi. Ah. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen. Da klingelt was. Ist es nicht das, wo man als Keanu Reeves dann das Hochhaus? Nee. Das gehört zur Story. Dies ist meines Vaters Schande. Ich hole die Ehre zurück. Bin mir nicht sicher. Und Cyberpunk regt mich auf, dass ich das nicht für den PC habe. Ich habe das 7 Jahre vor Release, ne, wurde es ja vorgestellt. Und da habe ich es dann direkt auch bestellt. Als Downloadcode für die Xbox. Und dann wurde es dann angekündigt, 2 Jahre vorher ungefähr. Du bist so schwach, wie dein Vater es war. Du bist schwach. Oh, Digga. Und dann habe ich mir nochmal die Steelbook Special Edition bla 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 für die Xbox bestellt, also vorbestellt. Und dann habe ich es 2 Mal gehabt. Auch blöd, ne? Aber nicht für den PC und das ist, nervt mich. Ich würde das so gerne hier sehen, auf dem fetten Rechner. Digga, lass mich los. Lass mich los. Was macht ihr mit mir? Du Schwächling, du. Ey, Ezio. Schändlicher Dreck, Wolfsmann. Du bist das Kind deines Vaters. Auf die 12. Du bist das Kind deines Vaters. Weg. Digga. So. Noch Fragen? Je größer sie sind, umso tiefer fallen sie. Auf dem PC ist die Grafik noch kranker. Ja, genau. Oh, das ärgert mich so, ne? Das ärgert mich so. Ich weiß genau, irgendwann kaufe ich es einfach ein drittes Mal. Schlimm. Meine Hauptbeschäftigung bei Cyberpunk waren die Cyber. Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmal, und den Ruhm meines Todes. Was geht jetzt ab? Dein feigen Vater und sein sinnloses Opfer. Ja, ich kauf nur Uncut. Den Preis unseres Krieges, Wolfsmal. Die Ernte. Games Only AT. Fantastisch. Und die liefern immer 2 Tage vorm Release. Ist auch geil. Nein. Mein Clan wird nicht vergessen werden.
so hart, so verbissen, um zu leben, denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Oh, ehrlich, ja? Krass. Krass. Rabenclan! Eure Leben sind verwirrt! Kommt her, wenn ihr müsst! In den Schmelztiegel eures Untergangs! Dein Vater ist tot, Gorm! Seine Schuld getilgt! Das sollte man dann aber vielleicht nicht streamen dann, ne, wenn man sowas sieht. Könnte Probleme mit Twitch geben. Bogenschützen zielen! Keine Gnade! Hast gestreamt, ja? Bogenschützen! Feuer! Oha. Von innen. Müssen wir da mal hoch. So, lassen wir die Tür aufmachen für die Jungs. Oh, halt. Aua! Odin ist mit uns! Was, Riegel, das letzte Tor? Wo ist noch ein Tor? Okay, auf jeden Fall mal von innen gucken. Das reicht, ja, ab 18 einstellen. Okay, weil ich sehe da immer nur dann die neuen Dokumente von wegen sexuelle Inhalte und so, also Darstellung von sexuellen Inhalten, strengstens verboten und so weiter. Ah, darauf hinweisen. Ja, das ist vielleicht eine Idee. So, rüber da. Digga. Spring doch einfach rüber. Komm. Down, Boy. Digga. So. Wie gesagt, aber das gestreamt. Das war dann meine Hauptbeschäftigung. Okay. Aber. Steht da rum. Sagt nix. Die Mauer muss weg. Alle durchprobiert. Hast du Barney Stinson gemacht? Geil. Ja, man muss ja natürlich von den süßen Früchten kosten, ne? Kommst du runter? Ey, Digga. Komm. Warum springst du nicht? Alter. Hallo? Jetzt. Oh. Wo bist du hin? Da bist du hin. Oh, oh, oh. Mach dir doch nicht weh. Der Feigling Gorm flieht. Sein Vater heißt ja nicht umsonst Cyberpunk. Exakt. Oh, geschafft? Jawohl. Kürtfis Weste. Oder Feste.